Hallo und herzlich willkommen zum Hubertusmarkt, dem größten Jahrmarkt des Erftkreises, der in diesem Jahr wieder vom 28.10. bis 6.11.2022 in Bergheim an der Erft vor dem Aachener Tor stattfindet. Hier sind rund 100 Schausteller vertreten. Am Mittwoch, 2. November, ist der traditionelle Familientag auf dem Hubertusmarkt mit ermäßigten Preisen auf vielen Fahrgeschäften und Attraktionen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem neuen Video. Hallo, ich bin der Alexander Jansen. Ich bin der neue Besitzer von Taumler. Den haben wir dieses Jahr erworben. Und wir haben hier heute die erste Veranstaltung in Bergheim, dem Hubertusmarkt. Das ist der allererste Hopster, den es gab. Das ist der Prototyp. Der ist anders wie die anderen Hopster. Das ist ein Auflieger. Das ist ein kleiner Hopster, der hat nur 12x12 Meter. Und wie gesagt, der Prototyp ist von der Bauart, vom Aufbau und vom Abbau her anders wie andere Hopster. Wenn man die Hopster so kennt, da wird der Fußboden geklappt. Hier wird der Fußboden komplett weggenommen. Die Ausleger werden bei den neuen Hopstern auch nur geklappt. Hier müssen die auch rausgenommen werden. Der Hopster hat eine ganz besondere Rückwand. Die Rückwand dreht sich. Ihr werdet gleich Bilder davon sehen. Ist keine herkömmliche Rückwand, die besteht aus drei Rädern. Die drehen sich, gibt es einmalig nur. Auf wie viel Transport dann wird das verladen? Ja, der Taumler, der ist auf zwei Transporten verladen. Das ist einmal der Mittelbau, der ist 12 Meter lang. Dazu gibt es nochmal einen Packwagen, der ist auch 12 Meter lang. Wobei ich sagen muss, in dem Packwagen ist das Personal mit drin. Und das hat auch 6 Meter. Also ich habe 6 Meter Ladefläche, das ist ausreichend. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Ich habe ihn jetzt das erste Mal abgebaut letzte Woche bei mir zu Hause. Da habe ich mit einem Mann abgebaut. Da habe ich 7 Stunden gebraucht. Das war das erste Mal, da wusste man nicht, wo jedes Teil hinkommt, was zuerst weg muss und. Es wird sicherlich schneller gehen. Ich denke mal, dass man sich irgendwo bei 3 Stunden nachher einpendelt. Wie viele Personen brauchst du dafür denn auf den Abbau? Das ist der Knackpunkt, Markus. Ich brauche nur einen. Ein Mann Personal. Wie ihr wisst, haben wir früher einen Breakdance gehabt. Den haben wir 25 Jahre gehabt. Der Hauptgrund, warum wir den verkauft haben, ist das Personal, weil da brauchen wir schon 4 Leute für. Und die gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, genau wie in der heutigen Zeit. Personalprobleme sind überall vorhanden. Und darum haben wir lange gesucht, dass wir was finden, wo man nicht so viel Personal für braucht. Ja, den Hopster haben wir 2 Jahre lang gesucht. Ich habe mit sehr vielen Hopsterbesitzern gesprochen, keiner wollte einen verkaufen. Und durch Zufall, bei einer Unterhaltung mit dem Cousin meiner Frau, kam dann dieser Hopster ins Gespräch. Und das Geschäft hat ja einen kleineren Radius und demnach ist die Fahrt auch ein bisschen wilder, oder? Ja, ich will nicht sagen, dass die Fahrt wilder ist, weil der Hopster, der macht 16 Umdrehungen, der Kessel, genau wie alle anderen Hopster auch. Dadurch, dass der Kessel etwas kleiner ist, kommt einem das ein bisschen schneller vor. Und weil der Kessel ja auch halt kleiner ist, ist die Fahrt ein bisschen spritziger. Und wie alt ist das Geschäft jetzt? Wann war das Baujahr? Das Karussell ist Baujahr 66. Die Firma Lechner aus München war der Erstbesitzer und das Karussell hat bis Anfang Corona regelmäßig jedes Jahr in München gestanden. Und warum hat der Herr das jetzt verkauft? Der Herr hat sich davon getrennt, weil er einen Wellenflieger bekommen hat. Der steht mit dem Wellenflieger in München und der ist damit voll ausgelastet. Also du reist praktisch mit so einem richtigen Schätzchen, das ist ja ein Oldtimer, das ist ja Kirmesgeschichte, oder? Eine Rarität. Einmalig. Der absolute Wahnsinn. Und willst du da noch was umbauen oder willst du das so einen nostalgischen Style lassen? Ja, wie gesagt, das ist ja der erste, der gebaut worden ist. Das ist der Prototyp von den Hopstern. Und sicherlich werden wir im Winter ein oder andere Veränderung vornehmen, gar keine Frage. Ein bisschen was neu bemalen, ein bisschen was umgestalten. Der Winter ist lang. Ostern werden wir sehen, was passiert ist. Und die Kasse ist aber neu jetzt hier, ne? Nein, die Kasse ist nicht neu. Das ist von dem Vorbesitzer, ist das die zweite Kasse. Es gibt noch andere Bilder. Die erste Kasse, die sah aus wie ein Flugzeug. Und die Kasse hat der alte Besitzer irgendwann mal vor ein paar Jahren geändert. Warum, wieso, keine Ahnung. Geschmackssache. Wie wird das Geschäft eigentlich gesteuert? Ja, hier über das Fahrpult, Markus. Hier sind diverse Knöpfe drauf. Für Beleuchtung, Notaus, Hupe. Die Türen auf, Türen zu, Fahrtrichtung links, rechts rum, Kompressoren ein- und ausschalten, Motor ein- und ausschalten. Ist das schwierig oder gewöhnungsbedürftig? Oder? Gewöhnungsbedürftig ist das richtige Wort, weil im Vergleich zu einem Autoscooter oder zu einem Breakdance ist das jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Wie lange geht so eine Fahrt oder
passt du das je nach dem Publikum an? Ja, so eine Fahrt, man passt das nach dem Publikum an, aber mit der Zeit hat man das drin, wie lange man fährt. Da fährt man immer so zwischen 3 Minuten, 2,5, 3 Minuten. Das sollte dann reichen, weil alles andere, was länger ist, ist nicht gut. Das ist keine schöne Fahrt dann mehr. Das ist ja jetzt dein erster Platz und hast du schon was geplant fürs nächste Jahr oder kann man den noch buchen? Hast du da noch Plätze frei? Also im Moment ist noch einiges machbar. Sicherlich kann man den buchen, gar keine Frage. Bewerbungen sind raus und wir werden dann sehen, was fürs kommende Jahr für Veranstaltungen, was wir ins Auge fassen. Wenn jetzt hier jemand anfragen will bei dir, weil er Interesse hat. Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet alexander.41236@web.de. Das ist meine E-Mail-Adresse, da kann man sich gerne drüber melden, wenn man das Karussell buchen möchte. Ja, wie gesagt, es sind noch einige Termine frei, einige sind auch schon vergeben. Schauen wir mal. Ja, und bei dem Geschäft kannst du ja auch viel mit Reko machen, ne? Ja, das ist ein Geschäft, was von der Rekomandage lebt. Man muss hier viel, viel sprechen, das Publikum animieren. Und auch sehr viel aufpassen, dass die Leute im Kessel sich vernünftig benehmen und auch sitzen bleiben. Ne? Das ist ja noch ein Karussell, was keine Bügel hat, keine Anschnallgurte. Die Leute sitzen auf der Bank. Und wenn der Kessel mal etwas langsamer dreht, dann kann das schon mal passieren, dass der eine oder andere über den Boden rutscht. Du hast ja noch dein Slush-Eis. Behältst du das? Na Logo. Altbekannt bewährt. Ja, da war ich ja auch öfter zu Gast bei dir und das schmeckt ja auch sehr gut. Wir haben nur gute Sachen, Markus. Wir verkaufen nur das Beste vom Besten. Ja, und seit wie vielen Stunden hast du das Geschäft jetzt in Betrieb? Ja, also wir haben gestern hier in Bergheim aufgemacht um 14 Uhr. Und um 23.30 Uhr haben wir geschlossen. Heute ist der zweite Spieltag hier in Bergheim. Und wir haben schon wieder seit 14 Uhr auf. Kannst du mal deine Familie vorstellen? Ja, Markus, das ist meine Frau, die Janine. Dann kommen meine Kinder, Marlon, Alexander und Judy. Und ihr reist jetzt mit dem Geschäft? Wir haben uns vorgenommen, mit dem Karussell zu reisen, deutschlandweit. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dann werde ich dich im nächsten Jahr auch ab und zu mal besuchen, dass wir mal ein bisschen was von dem Geschäft bringen, ne? Mach das. Würde mich freuen, dich wiederzusehen. Du bist gern gesehen. Guten Tag, liebe Community. Ich bin der Edmund Krämer, der Besitzer von der Karussellanlage Fast and Furious. Ja, wir sind ja hier im Bergheim am Hubertusmarkt und das ist ein ganz besonderer Platz für euch, denn hier hattet ihr euren Start. Ist auch richtig, oder? Ja, genau. Ist jetzt genau exakt ein Jahr her und sowas vergisst man natürlich nicht. Umso schöner nochmal hier im nächsten Jahr auch spielen zu dürfen. Von wem habt ihr das Geschäft erworben? Das haben wir erworben von den Schaustellern aus Holland, vom Johann Gerris. Ja, und ihr habt ja zwei Neuheiten hier in diesem Jahr, ne? Genau, jetzt haben wir auch, mittlerweile haben wir auch lange drauf gewartet, auf unsere Fast and Furious Schrift, die können wir gleich auch mal einblenden, ne? Ist auch gut gelungen. Ja, und damit hier von eurem Geschäft ist ja auch was Neues, ne? Genau, das ist der Monster Truck, den haben wir schon seit letztem Jahr, der war auch schon bei der Premiere dabei, aber der war immer unten, für die kleinen Kinder mehr so für Fotos zu machen. Und jetzt haben wir uns entschieden, okay, komm, wir hauen den nach oben drauf, ist ein bisschen Eyecatcher und sieht auf jeden Fall ganz gut aus, kann man machen. Wer ist der Hersteller vom Geschäft? Das ist die Firma Tivoli aus England. Auf wie viel Transporter wird das verladen? Das Karussell an sich ist eigentlich nur ein Transport. Man könnte es quasi aufbauen mit einem Transport, aber auch für die ganze Deko und braucht man natürlich auch noch ein Fahrzeug, das man mitführt, einen großen LKW. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Ja, das ist immer so die Sache halt. Das ist immer eine gute Frage, je nachdem, wie viel Personal man hat. Momentan bin ich nur mit einem Kollege. Dann brauchen wir auch schon mal für den Aufbau mit Deko, mit allem drum und dran, bis das Ganze auch geschrubbt und sauber ist und wieder glänzt. Gute 8 bis 10 Stunden, die brauchen wir schon. Also ihr habt auch Personalprobleme zurzeit. Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig, jemanden zu finden, der mitreisen möchte. Und du kannst ja auch nicht irgendeinen jungen Mann annehmen, der sagt, okay, ich helfe dir mal eben zum Aufbauen. Da ist die Verletzungsgefahr einfach zu groß. Ja, und ihr seid ja jetzt circa ein Jahr mit dem Geschäft auf Tour. Und wie war das Jahr? Ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ganz erfolgreich. Also ich kann mich echt nicht beschweren.
finanziell wie vom Spaßfaktor war auf jeden Fall sehr erfolgreich, vor allem nach Corona. Man war wieder unterwegs, man ist wieder im alten Leben so ein bisschen angekommen. Und ihr kommt hier aus der Gegend? Ja genau, ich habe so gesehen sogar zwei Wohnsitze, einmal in Köln direkt am Butzweiler Hof und einmal in der Nähe von Jülich in einem kleinen Dörfchen. Also ist das im Prinzip hier auch so ein Heimspiel jetzt hier? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ja sehr viele Leute, die ich kenne, das ist auf jeden Fall ein Heimspiel. Habt ihr schon was fürs nächste Jahr geplant? Ja, bis jetzt warten wir auf die ganzen Zusagen. Wir hoffen mal mit all den Bewerbungen, die wir rausgeschickt haben, dass wir auch ein paar Zusagen bekommen. Und aber das weiß man ja immer erst Ende des Jahres, wo man dann im nächsten Jahr so erscheinen wird. Ja, hier neben dir sehen wir ja die Steuerung. Kannst du mal grob erklären, wie das funktioniert? Ja, natürlich. Also das sieht immer sehr kompliziert aus. Also die erste Reihe, die man hier sieht, die ist eigentlich komplett nur fürs Licht zuständig. Ansonsten haben wir oben zwei Knöpfe hier, der grüne, der leuchtet. Das ist einmal Start Slow, also den langsamen Start. Dann haben wir einmal Start Fast. In dem Moment geht das Ganze hoch und dann hast du hier einen Poli und der regelt halt die Geschwindigkeit. Da kann ich dann einstellen, okay, ich will Gas geben. Wenn ich jetzt sehe, okay, das sind auch ältere im Karussell, dann mache ich nur 80%, nicht 100. Und das kann man halt alles manuell einstellen. Und in der wievielten Generation bist du jetzt Schausteller? Ach, das sind einige Generationen auf jeden Fall. Eigentlich bin ich ja so gesehen groß geworden. Meine Vorfahren, die waren Artisten, Hochseilartisten. Und das bin ich leider nicht mehr. Talent habe ich nicht. Aber wir sind halt jetzt auf der Kirmes unterwegs. Und du bist der Sohn von Michael Zimmermann. Ja, genau. Das ist der Papa, der Michael Zimmermann. Liebe Grüße. Was habt ihr denn alles so noch an Geschäften? Wir haben noch einiges. Wir haben auf jeden Fall noch viele Spielbuden, verschiedene Spielarten. Dann haben wir noch Gastronomie. Ich habe auch noch ein Trampolin, wo man die kleinen Kiddies anschnallt und die sie ein bisschen austoben dürfen. Ja, und zum guten Fahrgeschäft gehört ja das Rekommandieren. Und da hören wir jetzt mal was von dir, oder? Ja, gerne. So, wir machen eine kleine Gesichtskontrolle. Alle am besten noch mal schnell tief durchatmen. Jetzt gleich rappelt's im Karton. Noch sitzt die Frisur, noch sitzt die Schminke, noch kleben die Wimpern. Mal sehen, wie es gleich nach der Fahrt aussieht. So, langsam aber sicher geht's nach oben. Nur fliegen nicht schöner. Wir cruisen einfach unten ganz entspannt, ganz lässig und cool zum Eingewöhnen. So, noch lachen alle. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Noch sitzen die Brillen auf der Nase da, wo sie hingehören. Mal sehen, wie es gleich aussieht. So, wer kann mich, würde sagen, genug durchgeatmet, genug gechillt, genug entspannt. It's time. Let's get ready to race. Beckham, Ataki, wir starten das Ganze. Jetzt bringen wir wieder richtig Schwung in die Kiste. Es rappelt im Karton. Kurzer Sicherheitshinweis. Die Kostüme befinden sich unter dem Sitz. Ataki, let's get ready to race. Die gute Launemaschine nimmt wieder Fahrt auf. Jawohl, everybody, only good vibes. Das Karussell mit der guten Laune-Garantie. Adrenalin für die ganze Familie. Jetzt aber, Rambazamba. Jawohl, everybody, einer geht noch. So, Freunde der Sonne, alle mal schnell tief durchatmen. Wir machen eine kleine Verschnauspause, kurze Gesichtskontrolle. So, wie schaut's denn aus, Bergheim? Wollt ihr noch mehr? Das geht noch viel lauter. Wollt ihr noch mehr? Jawohl, einen machen wir noch. Runde 2, es geht los. Attacke, wir hauen mal richtig auf die Kacke. Jetzt bringen wir noch mal richtig Schwung in die Kiste. So, für die ganz mutigen Fahrgäste, hoch die Hände, Wochenende. Samstagabend, Zeit für eine Party. Zeit, das Karussell wieder tanzen zu lassen. Jetzt aber on Abschuss. Leute, denkt immer dran, der Kotz, der Putz hier bei uns, der Putzlappen liegt schon bereit. So, wie schaut's denn aus? Wollt ihr immer noch mehr? Ja, ich würde sagen, einen machen wir noch. Einer geht noch. Letzte Runde, letzte Welle. Freunde der Sonne, man sagt ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ihr habt es geschafft, ihr habt es gepackt. Astronautenprüfung souverän überstanden. Wir gehen zur Landung über. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt immer dran, only good vibes, das Leben ist zu kurz für schlechte Laune. So Mädels, jetzt nochmal schnell die Frisuren richten, der Tag ist noch jung. Man weiß nie, wen man kennenlernt, meistens dann, wenn man es am wenigsten erwartet. So, back to the base. Die Erde hat euch wieder. Wir landen das Ganze. Kurzer Boxenstopp. Euer Karussell mit der guten Laune-Garantie.
Wir befinden uns ja hier am Bergamo Hubertusmarkt. Was sind denn in diesem Jahr alles für Geschäfte hier am Start? Ja, wir haben dieses Jahr wieder eine sehr spannende Auswahl auf jeden Fall, für klein, für groß. Wir haben einen kleinen Kettenflieger hier, auch aus Holland, der ist gute 30 Meter hoch. Da haben wir auch aus Holland Laufgeschäft hier, ist auch sehr spannend, ist ein Eyecatcher. Dann haben wir dieses Jahr auch noch vom Onkel Alex Jansen den Hopster hier, ist der älteste Hopster, den es gibt. Also der erste Hopster, der gebaut wurde, ist schon gute 60 Jahre alt. Ist auf jeden Fall auch mal ganz spannend zu sehen. Und ansonsten haben wir noch, was man auch hinter mir gerade sieht, haben wir ein sehr schönes Kindergeschäft, ist auch ganz neu, ganz modern gestaltet. Das Ding ist halt, wenn ich ehrlich bin, ich bin noch gar nicht rumgekommen. Die Zeit habe ich noch gar nicht gefunden. Ne? Ich habe nur eine halbe Runde gedreht. Aber ja, wie gesagt, wir haben noch den Autoscooter. Ja, und wir haben noch auf jeden Fall einen Breakdance hier vor Ort. Einen ganz großen Breakdance. Und auf einer guten Kirmes dürfen natürlich die kirmestypischen Spezialitäten sowie Spiel- und Belustigungsgeschäfte nicht fehlen. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt ein Tourist wäre und wäre einfach nur so hier, ich wäre ganz zufrieden mit der Auswahl. Also hier findet auf jeden Fall jeder seinen Spaß. In diesem Sinne kann man jedem nur empfehlen, kommt vorbei, es wird sich lohnen. Das kann ich euch mit einem guten Gewissen aufs Auge drücken. Ist auf jeden Fall was Schönes. Die Kinder, die freuen sich. Man sieht viele lachende Gesichter, gerade wenn ich links aus der Kasse hinter mir rausgucke. Die Leute haben Spaß, so muss es sein. Vor allem gerade nach Corona, nach der harten Zeit. Ja, vielen Dank für das nette Interview und sehr gerne. Für die Mühe. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr gesund wiedersehen. Und das ist die Hauptsache. Auf eine schöne neue Kirmessaison 2023. Ja, lieber Markus, ich wünsche dir auch alles Gute. Bleib gesund, das ist das Wichtigste. So, und abschließend hier noch einige Impressionen vom Bergamo Hubertusmarkt, wo es natürlich noch unzählige weitere Attraktionen wie die Beachparty von Mülz und eine Riesenauswahl an Kinderfahrgeschäften gibt. Kulinarische Spezialitäten von Crepe bis hin zum Bio-Imbiss. Natürlich gibt es hier auch wieder jede Menge Spiel- und Belustigungsgeschäfte. Und nicht zu vergessen für den Durst die Ausschenke. Ihr habt noch die Möglichkeit, den Hubertusmarkt bis einschließlich 6.11. in der Kreisstadt Bergheim zu erleben. Und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video-Tipp.